Stelle dich an den Anfang deiner Matte. Schließe die Augen und bringe deine Aufmerksamkeit zu deiner Atmung. Strecke mit der nächsten Einatmung deine Arme weit nach oben. Ausatmen, komme aus der Hüfte heraus nach unten. Ein rechtes Bein nach hinten, Knie zum Boden. Falte deine Hände ineinander, Zeigefinger nach oben. Ein, strecke die Arme zum Himmel und löse dein rechtes Knie vom Boden. Presse den rechten Fußrücken fest in die Matte und ziehe deine Arme so weit wie möglich nach hinten und oben. Der Halbmond, Anjani Asana. Spanne mit jeder Einatmung deine Beckenbodenmuskulatur fest an und löse sie mit jeder Ausatmung. Achte darauf, dass dein Becken sich gerade nach vorne ausrichtet. Senke mit der Ausatmung die Hände zur Matte. Bringe auch den linken Fuß nach hinten und komme in den herabschauenden Hund. Adho Mukha Svanasana. Arme sind gestreckt, Fersen ziehen Richtung Boden. Schiebe dein Steißbein nach oben und hinten und ziehe die Schultern weg von den Ohren. Kopf, Kiefer und Nacken sind ganz entspannt. Strecke mit der nächsten Einatmung dein rechtes Bein zum Himmel und lasse mit der Ausatmung deinen rechten Fuß Richtung linke Gesäßhälfte gleiten. Spüre die Öffnung in der Hüfte und atme tief in die Hüfte ein und wieder aus. Diese Übung erweitert deinen Bewegungsradius und verbessert die Flexibilität der hinteren Oberschenkelmuskulatur. Komme mit der nächsten Ausatmung zurück in Adho Mukha Svanasana und atme tief. Ein, strecke deinen rechten Fuß nach oben, aus, bringe ihn zwischen deine Hände. Lasse dein linkes Knie zum Boden sinken, falte deine Hände und komme in den Halbmond. Spanne deine Beckenbodenmuskulatur mit jeder Einatmung kräftig an und löse sie wieder mit der Ausatmung. Anjaniasana entwickelt körperliche Kraft und Durchhaltevermögen. Quadrizeps und Gluteus werden gestärkt, die Psoasmuskeln gedehnt. Löse mit der nächsten Ausatmung die Stellung und komme wieder in den herabschauenden Hund. Adho Mukha Svanasana dehnt die Beinmuskulatur und Schultern und löst Verspannungen in Kopf und Nacken. Auch beruhigt diese Asana den Geist und verbessert die Durchblutung im ganzen Körper. Ein, strecke deinen linken Fuß zum Himmel. Aus, lasse ihn Richtung rechte Gesäßhälfte gleiten. Atme tief in die geöffnete Hüfte ein und wieder aus. Komme mit der nächsten Ausatmung zurück in Adho Mukha Svanasana. Achte immer wieder darauf, dass dein Kopf, Kiefer und Nacken ganz entspannt bleiben. Einatmen, strecke den linken Fuß zum Himmel. Aus, bringe ihn zwischen deine Hände. Ein, auch den rechten Fuß nach vorne. Aus, stehende Vorwärtsbeuge. Ein, komme mit geradem Rücken aus der Hüfte heraus nach oben. Aus, senke deine Arme. Halte deine Augen noch einen Moment geschlossen und bringe deine Aufmerksamkeit in dein Steißbein.